Morgen. Es ist Montagmorgen, es ist jetzt 7:15 Uhr. Ich habe heute Morgen die Abfahrtskontrolle gemacht und habe festgestellt, ich habe auf der Antriebsachse rechts, auf der letzten Achse war platt. Noch nicht ganz. Ja. Jetzt haben wir hier noch einen Reifen dazu gesteckt, einen angefahrenen. Mein Reifen wird in dieser Zeit gepflegt, weil die sind noch zu neu, sage ich mal. Die haben noch ihr halbes Leben vor sich. Donnerstag werde ich dann den Reifen wieder tauschen, denke ich mal. Ich habe geladen, habe ich noch den Brecher, den Mezzobrecher. Dieses erste geht runter nach Bodenheim. Auf jeden Fall habe ich jetzt heute Morgen gesagt bekommen, der geht nicht dahin, sondern der geht nach Oppenheim hinter die Tankstelle. Da soll ich den jetzt hinfahren. Die grobe Richtung stimmt ja, ne? Dann im Anschluss weiß ich nicht. Wir sind heute mit drei Tiefladern unterwegs, aber haben eigentlich gar nicht so viel zu fahren heute. Sollte eigentlich Aushub bzw. eine Baugrube ausgehoben werden, aber da kommt noch so viel Bauschutt und alte Fundamente und weiß nicht was, dass wir jetzt normale Brecher hinschaffen müssen.
Veranstalter werden meinen, was, das Tiefbett ein bisschen hochheben. Augenblick. So. Die Bauzaun noch auf Feldweite aufgemacht. Ich bin wieder zu Hause. Gerade eben schnell meine Reifen nachgezogen. Jetzt fahre ich rüber in die Halle. Sattel mal wieder um. Bin ich froh, wenn das ein Ende hat. Häng meinen Vierachser drauf. Vierachser drauf, dann lade ich hier dann lade ich hier vorne unseren 946, der geht raus nach Mannheim. Das Pharmaunternehmen, da drin darf ich auch nicht filmen.
gecheckt. Hab jetzt geladen. Was haben wir jetzt? 12.40 Uhr. Hab noch Pause gemacht eben hier. Und jetzt fahre ich raus nach Mannheim. War ein Schuh, der sich gerade gerichtet hat. Einfahren und komm dann raus. Danke. So, darf reinfahren und dann komme ich wieder raus und melde mich an. Okay.
Danke. So. Das war ein Schuh. Weißt du, bleibt noch kurz stehen. Bleibt noch kurz stehen mit dem Bagger, sei so gut. Das Entladen habe ich mal wieder nicht gefilmt. Ich habe ja schon wieder vergessen, die Kamera aufzustellen. Das ging alles so flott. Ich habe abgehängt. Der Kollege von dem Werk her hatte dann schon alle Ketten los und ja, ich habe dann in der Eile einfach schon wieder vergessen, die Kamera zu positionieren. So ist er halt. Haben dann den Bagger abgeladen, durch den Bagger Thomas seine Mulde und dann bin ich wieder nach Hause auf den Hof und habe dort dann erstmal umgesattelt und dann einen 30 Tonner Dosan, einen DX300 bei uns vor der Werkstatt geladen. Ja. 13.30 Uhr. Meine Halle, hab gerade umgesattelt. Hauptgerät passt auch. Ich könnte eine Runde schlafen. Da war ich genau. Jetzt fahre ich rüber in den Hof. Dort steht 30 Tonnen Dosan. Den lade ich jetzt noch. Den bringe ich hoch nach Petersberg bei Pirmasens. Laden habe ich oben, wenn ich leer habe, ist es 3:30 etwa. Mal gucken, was es noch gibt dann für heute. Ja.
Diesen Bagger habe ich dann hochgebracht nach Petersberg. Habe dann an diesem Tag nichts weiteres gemacht. Bin dann wieder nach Hause gefahren, habe Feierabend gemacht. Machen jetzt auch hier mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenige Verladeaufnahmen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in einer nächsten Folge. Bleibt gesund, haut rein, habt Spaß. Bis denn. Tschüss.